Dann willkommen zu unserer Coffee Lecture. Heute zum Thema Impact Factor. Die Coffee Lecture möchte die Frage beantworten, was ist der Impact Factor, welche Probleme weist er auf und ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie den Impact Factor dann auch selbst nachschlagen können. Zunächst ein paar Worte zum Hintergrund und zur Geschichte des Impact Factor. Zu welchem Zweck wurde der Impact Factor überhaupt entwickelt? Entwickelt hat ihn ein Chemiker und Informationswissenschaftler namens Eugene Garfield in den 1960er Jahren. Und Garfield ist derjenige, der auch als erster Zitationsdatenbanken entwickelt hat, den Science Citation Index, und dann andere, die heute alle unter dem Begriff Web of Science bekannt sind. Und in diesen Datenbanken werden Zeitschriften ausgewertet und es war für ihn aber nicht wirtschaftlich, sozusagen alle Zeitschriften der Welt auszuwerten. Er wollte nur die wichtigsten Zeitschriften auswerten in seiner Datenbank. Und um herauszufinden, was die wichtigsten sind, brauchte er eine Kennzahl oder einen Wert dafür. Und seine Annahme war eben, dass Zeitschriften, die sehr viel zitiert werden in anderen Zeitschriften, wichtiger sind als Zeitschriften, die wenig oder kaum zitiert werden in anderen Zeitschriften. Und er hätte jetzt einfach Zitationen zusammenzählen können und die Zeitschriften dann in Rangfolge bringen können. Es ist aber so, es gibt Zeitschriften, die erscheinen 4-mal im Jahr, andere erscheinen 10-mal im Jahr, in manchen sind 5 Artikel pro Heft, in anderen 10 Artikel pro Heft. Das muss man berücksichtigen, wenn man Zeitschriften vergleichen will, dass die eben mehr Artikel produzieren, manche und andere weniger. Und dann muss man auch den Zeitraum irgendwie vergleichbar machen. Manche Zeitschriften erscheinen erst seit 3 Jahren, andere seit Jahrzehnten. Und da hat er letztlich mehr oder weniger willkürlich festgelegt, nur Zitationen zu zählen, die in dem ein Jahr bzw. 2 Jahre nach Erscheinen der Artikel erfolgen. Letztlich ist also dann der Impact Factor das Verhältnis von Zitationen und publizierten Artikeln einer Zeitschrift in einem bestimmten Zeitraum. Konkret in Form einer Formel sieht es dann so aus, der Impact Factor für das Jahr 2016, also Impact Faktoren werden immer für ein bestimmtes Jahr angegeben, berechnet sich als Zahl der Zitationen, die im Jahr 2016 für Artikel aus den Jahren 2015 und 2014 gezählt werden, dividiert durch die Zahl der zitierbaren Artikel, in den Jahren 2015 und 2014 erschienen sind. Also ein Verhältnis eben von Zitationen zu der Zahl der Artikel. Ein Impact Factor von zum Beispiel 1,0 würde bedeuten, dass Artikel aus den Jahren 2015 und 2014 einer bestimmten Zeitschrift im Jahr 2016 im Durchschnitt 1-mal zitiert wurden. So kann man sich den Impact Factor sozusagen interpretieren. Und enthalten sind diese Impact Faktoren in den sogenannten Journal Citation Reports, die wiederum eben Teil des schon angesprochenen Web of Science sind. Das zeige ich dann gleich, wie man die dann konkret nachschlagen kann. Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich noch ganz kurz auf ein paar Probleme des Impact Factor hinweisen, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man Impact Faktoren sich anschaut. Der erste Punkt betrifft die Unterschiede zwischen Zähler und Nenner. Was ist damit gemeint? Jede Zeitschrift veröffentlicht verschiedene Dokumenttypen. Alle Artikel, in denen über Forschungsergebnisse berichtet wird, Review-Artikel, in denen der Stand der Literatur zusammengefasst wird, Rezensionen, Briefe an die Herausgeber und so weiter. Und im Zähler von dieser Formel gehen Zitationen auf alle diese Dokumenttypen ein, im Nenner aber nur die Zahl der Artikel und der Reviews. Das wurde so festgelegt in den 60ern schon von Garfield und ist bis heute so. Und das heißt, dass Zeitschriften, die viele Rezensionen, Briefe an die Herausgeber und sowas veröffentlicht, bevorteilt sind bei diesem Impact Factor, weil die zwar selten zitiert werden, aber manchmal doch zitiert werden und also in den Zähler eingehen, aber nicht in den Nenner der Formel. Das sollte man nur im Hinterkopf behalten. Das ist bei den meisten Zeitschriften spielt das keine große Rolle, eben nur bei Zeitschriften, die einen hohen Anteil an nicht zitierbaren sogenannten Items haben, die aber trotzdem zitiert werden. Dann die Länge des Zitationsfensters. Wie schon angesprochen, werden eben nur Zitationen berücksichtigt, die in 1 bzw. 2 Jahren nach Erscheinen in der Datenbank gezählt werden. Das hat eben, wie gesagt, Garfield letztlich willkürlich festgelegt, auch anhand ein paar Daten in den Naturwissenschaften, mit denen er gestartet ist. Deckt man damit auch einen größeren Teil der Zitationen ab, weil da nach 3, 4 Jahren die Forschungsergebnisse schon wieder veraltet sind und dass dann schon wieder weniger zitiert wird, aber in vielen anderen Disziplinen, vor allem in den Sozialwissenschaften, ist das eigentlich viel zu kurz. Web of Science hat darauf reagiert und bietet seit einigen Jahren auch noch einen sogenannten 5-Jahres-Impact-Faktor an. Den zeige ich dann auch gleich noch mit einem längeren Zitationsfenster sozusagen. Dann sogenannte Selbstzitation, also in Zeitschriftenartikeln die gleiche Zeitschrift wiederum zitiert wird, ist zunächst mal prinzipiell kein Problem. Das ist ganz normal, dass man in Artikeln
die man dort veröffentlicht, auch auf andere Artikel, die aus dieser Zeitschrift verweist. Problematisch wird es nur, wenn man sozusagen, um den Impact-Faktor zu erhöhen, künstlich weitere Literaturangaben zu dieser Zeitschrift aufnimmt, die eigentlich nicht wirklich relevant wären. Da komme ich dann später gleich nochmal drauf. Darauf hat Web of Science auch schon reagiert und bietet auch einen Impact-Faktor ohne Selbstzitationen an. Also zwei Berechnungsarten. Am gravierendsten ist aber eigentlich, dass die Zitationsverteilungen schief sind und häufig viele Ausreißer haben. Das kann man sich hier an dieser Grafik ganz gut veranschaulichen. Letztlich ist der Impact-Faktor ja ein arithmetischer Mittelwert, ein Durchschnitt, und der ist ganz gut aussagekräftig statistisch gesehen für Normalverteilungen zum Beispiel. Wenn man sich aber jetzt mal nur die blaue Linie und die blaue gestrichelte Linie anschaut, das ist der Impact-Faktor für die Zeitschrift Nature. Der liegt bei 38,1 in dem Fall. Der größte Teil der Artikel wird aber ungefähr nur so zwischen 10 und 20 Mal zitiert. Liegt also deutlich unter diesem Wert von 38,1. Der kommt dadurch zustande, dass ganz hinten am Ende der Verteilung es ganz viele Ausreißer gibt, die 90 bis 100 Mal zitiert werden. Und das ist ganz typisch für Zitationsverteilungen, dass es solche Ausreißer gibt oder dass die nicht normal verteilt sind. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass eben so ein Impact-Faktor, was ein Durchschnittswert ist, eigentlich ein problematischer Kennwert ist für solche Art von Verteilungen. Das sind alles jetzt, was ich angesprochen habe, so technische, methodische Probleme. Eher so systemische Probleme ergeben sich daraus, dass der Impact-Faktor immer wichtiger wird im Wissenschaftssystem, bei Evaluation und so weiter eingesetzt wird, und das erhöht den Anreiz, zu versuchen, den Impact-Faktor zu manipulieren, ihn in die Höhe zu treiben. Und da kann man ganz gut ansetzen an der Konstruktion des Impact-Faktors, indem man zum Beispiel häufiger sich selbst zitiert oder den Anteil eben an diesen Letters to the Editor und so weiter in der Zeitschrift erhöht. Das wird auch immer wieder gemacht und auch darauf versucht Web of Science zu reagieren. Ich zeige dann auch gleich, wie. Und dann gehe ich jetzt an der Stelle mal in die Journal Citation Reports und zeige Ihnen, wie Sie ganz konkret einen Impact Factor für eine bestimmte Zeitschrift zum Beispiel nachschlagen können, wenn Sie da jetzt Interesse dran haben. Sie starten bei uns auf der Homepage und gehen auf weitere Infoquellen und dort zu Fachdatenbanken. Und am schnellsten kommen Sie hin, wenn Sie jetzt einfach hier JCR, also die Abkürzung für Journal Citation Reports, eingeben. Da gibt es zwei Treffer. Der erste ist die aktuelle Fassung. Und da kommen Sie dann in diese Datenbank, in der die Impact-Faktoren und weitere Kennzahlen für alle Zeitschriften, die im Web of Science ausgewertet werden, zu finden sind. Und angenommen, Sie suchen jetzt den Impact-Faktor für eine Zeitschrift Acta Crystallographica, Sektion A, wird Ihnen hier schon angeboten. Dann bekommen Sie als erstes immer so eine große Tabelle mit sogenannten Key Indicators. Und die dritte Spalte in dieser Tabelle zeigt Ihnen den Impact Factor nach Jahr an. Wie gesagt, Impact Factor wird immer für ein bestimmtes Jahr berechnet. Und der aktuellste ist eben für 2016 so berechnet, wie ich es gerade gezeigt habe. Der beträgt hier 5,725 für diese Zeitschrift. Also zunächst mal, wenn man jetzt auf diesen Wert zum Beispiel klickt, dann kann man nochmal nachvollziehen, wie der jetzt zustande kam, wie ich es gerade beschrieben habe. Also die Summe aus den Zitationen im Jahr 2016 dividiert durch die Zahl der Artikel, die da in den beiden Jahren erschienen sind, jeweils 60, ergibt dann diese 5,725. Und daneben sind noch jetzt die zwei weiteren Werte angegeben, die ich schon erwähnt habe. Einmal ohne Selbstzitation. Das ist jetzt hier kein großer Unterschied in dem Fall, also kann man jetzt nicht direkt von Manipulationsversuchen ausgehen. Und der sogenannte 5-Year Impact Factor, also in dem 5 Jahre einbezogen werden, der liegt hier sogar niedriger. Das ist jetzt im Bereich Chemie. Da, wie gesagt, ist es üblich, dass man eigentlich ja, nach 2, 3 Jahren sind die Forschungsergebnisse schon wieder veraltet und es wird noch weniger zitiert. In anderen Fächern schaut es wieder anders aus. Auf die anderen Faktoren gehe ich jetzt nicht weiter ein. Und wie Sie schon gesehen haben, ist hier ein ziemlich starker Sprung schon mal zu 2016 und dann ein extremer Sprung hier in den Jahren 2009 und 2010. Man kann das noch schöner sehen, wenn man sich den Impact Factor Graph anschaut. Wenn er denn kommt. Das ist hier. Dann sieht man das sehr schön. Worauf ist es zurückzuführen? Im Jahr 2008 ist in dieser Zeitschrift ein Artikel erschienen, da wurde eine Software vorgestellt, mit der man Kristallstrukturen analysieren kann. Und diese Software hat sich schnell durchgesetzt in dem Feld und wird
sehr breit angewendet und eingesetzt und wird immer wieder zitiert, wenn diese Software in anderen Forschungen angewendet wurde. Und in den Jahren 2009 und 2010 wurde das hunderte Male zitiert, dieser Artikel, der diese Software vorgestellt hat. Und ab 2011 geht er nicht mehr in die Berechnung ein. Also es ist ein schönes Beispiel, wenn auch ein extremes Beispiel für diese Ausreißereffekte. Ja? Also ein einziger Artikel führt dazu, dass der Impact Factor sich verzwanzigfacht innerhalb von einem Jahr und dann wieder runtergeht. Also man kann sehen, dass der Aussagewert von diesen beiden Jahren eigentlich ziemlich beschränkt ist, ja? Weil er sonst eigentlich immer eher so um die 2 lag. Deswegen ist es immer gut, mal sich das über die Zeit anzuschauen. Dann zeige ich Ihnen noch ganz kurz ein zweites Beispiel, wo man noch so einen Manipulationsversuch mal erkennen kann. Und zwar ist das jetzt eine deutschsprachige Zeitschrift aus den Sozialwissenschaften. Das ist eine amerikanische Datenbank, kann also nicht mit Umlauten umgehen. Sie müssen also statt für fuhr schreiben und statt pädagogische, pädagogische Psychologie. Die ist dann hier zu finden. Und auf den ersten Blick sehen Sie schon mal, dass der Impact Factor deutlich niedriger liegt. Man kann aber nie Impact Faktoren über Disziplinen hinweg vergleichen, weil Disziplinen unterschiedlich groß sind, unterschiedlich viele Literaturangaben in den Artikeln haben. All das führt zu unterschiedlichen Impact Faktoren. Also man sollte nie Impact Faktoren über Disziplinen hinweg vergleichen. Ein Grund dafür, dass der aber hier so niedrig ist, liegt auch daran, dass es eine deutschsprachige Zeitschrift ist. Und hier nur Zitationen gezählt werden, die in anderen Zeitschriften erfolgen. Und die meisten Zeitschriften im Web of Science sind englischsprachig. Und dort werden deutschsprachige Zeitschriften praktisch nicht so gut wie nicht zitiert. Der tatsächliche Impact, der schlägt sich also in anderen deutschsprachigen Zeitschriften nieder, die nicht in dem Web of Science drin sind oder in Büchern. In der Pädagogik spielen auch Bücher noch eine wichtige Rolle. Man kann also sagen, die Impact-Faktoren für deutschsprachige sozialwissenschaftliche Zeitschriften, da ist die Aussagekraft sehr eingeschränkt. Wenn Sie jetzt hier auch die Zeitreihe sich mal anschauen, dann fällt vielleicht auf, zwischen 2013 und 2010 fehlen plötzlich 2 Jahre. Was war da los? Die Journal Citation Reports versuchen seit 2007 festzustellen, wenn der Wert der Selbstzitation extrem in die Höhe geht, solche Zeitschriften ausfindig zu machen und die auszuschließen. Zunächst für ein Jahr, wenn das wieder auftritt, für weitere Jahre. Ich kann jetzt leider nicht zeigen, welche Werte die hatte in dem Jahr, weil die Daten werden einfach nicht angezeigt. Aber die Zeitschrift hat das früher auch schon versucht. Das ist sozusagen Wiederholungsdata. Und wenn man sich hier 2002 anschaut, da hatte die Zeitschrift plötzlich einen Impact Factor von 3,0, obwohl der sonst immer bei 0, irgendwas lag. Wenn man den Wert daneben anschaut, den Impact Factor ohne Selbstzitation, dann liegt er bei 0,5. Wenn man sich anklickt, dann sieht man hier auch die Werte. Also 109 Zitationen gehen in den Zähler ein für die Berechnung des Impact Factor. Wenn man die betrachtet, wie viele davon Selbstzitationen sind, dann sind es 91, also über 80% sind Selbstzitationen. Wenn also in dem Jahr die Journal Citation Reports das schon angewendet hätten, diese Titelunterdrückung nennen die das, dann hätte dieser Jahrgang sozusagen auch ausgeschlossen werden müssen. Also sie versuchen sozusagen dem entgegenzuwirken. Okay, soweit ein Eindruck über diese Journal Citation Reports. Und damit komme ich auch zum Fazit. Insgesamt wird der Impact Factor gerne von Verlagen so als Marketinginstrument eingesetzt, wie man hier sieht. Ja? Also Nature weist darauf hin, wie toll ihr Impact Factor ist. So als Werbeinstrument wird das gerne eingesetzt. In der wissenschaftlichen Community wird er aber eigentlich in den letzten Jahren immer kritischer gesehen. Und in derselben Zeitschrift Nature hat zum Beispiel der Herausgeber erst kürzlich geschrieben, Time to remodel the Journal Impact Factor. Es ist also an der Zeit, den neu zu konstruieren oder ihn vielleicht ganz außen vor zu lassen. Also meine Empfehlung wäre im Endeffekt, Artikel immer selber lesen, kritisch lesen und beurteilen und nicht irgendwie den Schluss ziehen, der ist jetzt in der Zeitschrift mit einem hohen Impact Factor erschienen, der muss er gut sein oder der muss weniger gut sein, weil er in der Zeitschrift mit einem niedrigen Impact Factor erschienen ist. Das wäre mein Fazit zum Schluss.